Schön. Nein. Ich wollte jetzt mal Pfeil und Bogen nehmen. Und gucken, ob ich diese Statue mit Pfeil und Bogen eventuell töten kann. Oh, hi. Uhu, du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolin tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Uhuhu. Schön. So. Oh, geil, ich kann sie wirklich mit Pfeilen töten. Warum habe ich das früher nicht ausprobiert? Bäm. One Hit sogar. Super, das gefällt mir. Jetzt töte ich euch alle als Aua. Als Rache. Dopp. Haha. Ihr könnt mir nichts mehr, ihr könnt mir nichts mehr. Nee, 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 nee. Nur weil ich einen Bogen geklaut habe. So, wer von denen kann sich auferstehen lassen? So. Hey! Ausweichen gilt nicht. Ist hier oben irgendwie noch was? Nö. Du kannst dich wieder... Nein, 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 dreh dich um! Boah, Link erschreckt mich nicht. Oder Dieb wohl... eine Höhle. Eine Truhe. Eine Muschel. Jupp, ich weiß, ich kann was machen. Wie viel habe ich denn jetzt mittlerweile? 9. Ich glaube, bei 10 bekomme ich... Was, wenn ich zu diesem Muschelbazar gehe? Was? Du dummer Schleim. Fang den Pfeil nicht ab. So, jetzt können wir hier wieder gehen. So, zack, weg. Also, hast du, habt ihr noch irgendwie was versteckt? Also, du willst ihn nicht bewegen? Du willst ihn noch bewegen. Aber ihr habt auch nichts ver... Ey! Ein Götterahorn. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen mehr Verteidigung. Kannst du dich bewegen? Bam. Bam. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich bewegen. Wow. Falscher Knopf, falscher Gegner meine ich. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst dich bewegen und du bist weg. Mal sehen, ist hier irgendwo noch was versteckt? Wow. Das sieht gerade echt nicht aus, als hättest du dich bewegt davor. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Dann habe ich jetzt den Schlüssel. Jetzt muss ich noch den passenden Dungeon dazu finden. Ich könnte die Feder oben nochmal schnell besuchen gehen. Dann habe ich wieder volle Energie. Hier lang? Jo. Und Götterhorn geht aus. Egal, ich habe meine Überrüstung hier. Da mache ich einfach genug Schaden, bevor ich zu viel abbekomme. So, yay. Maskenschlüssel erhalten. Auf zum Zoodorf. Ich glaube, am Zoodorf könnte der nächste Dungeon sein. So, hier lang. Das ist der falsche Weg. Hier lang ist der richtige Weg. Zack, weg. Bäm. Boah, wie übermächtig das Schwert jetzt einfach nur noch ist. Dadurch, dass... Moment. Dich will ich töten. Und zwar so. Nein! Okay, dich lasse ich in Ruhe. Idiot. Einmal drüber. Boah. Nicht ins Wasser springen. So, was haben wir hier? Da links geht wahrscheinlich zum Dorf. Hier geht's auch irgendwo hin. Ins Wasser. Gut. Was haben wir hier im Süden noch? Noch mehr Wasser. Ein Telefon heult. Au! Böö. Mich hier alles anfallen will. So, was haben... Wo führt das hin? Ah, zu der Eule. Unterbrücken, Geheimnisse, lange Leben. Ah, stimmt. Hier kann man nachher rein. Wenn ich schwimmen kann, kann ich da unter die Brücke. Ich wollte hier eigentlich gerade angreifen. Und dann greifst du mich zuerst an. So, gut, dann kann ich hier sonst erstmal nichts machen. Außer ständig angegriffen werden von jedem Scheiß. So, wo sind wir denn hier? Willkommen im Zoodorf. Okay. Hi. An so einem Tag könnte ich wieder ein Lied von Maren vertragen. Hier scheint doch jemand zu wohnen. Die Durstwüste? Ja, im Süden ein Weg, der in die Wüste führt.
Aber solange das faule Walross diesen Weg versperrt, kommst du wohl nicht in die Wüste. Na dann. Wenn du mich nicht durchlassen willst, dummer Hase. Stimmt, ich bin Crocodilius. Die nächsten Stadt und die Bucht ist eines meiner Meisterstücke. Leider ist sie nicht vollendet, aber du scheinst mir nicht besonders konzentriert. Nö. Hau ab! Okay. Und nun? Ist hier noch irgendwie was zu finden? Was haben wir hier? Eingang zur Durstwüste. Hey, du Walross. Ja, träumt von Ma. Ma. Ach komm, der Name wurde eben noch gesagt. Marin. Oder? Oh, ich habe so ein übelstes Kurzzeitgedächtnis. Ich will nicht zu dem da hoch. Ich will auch nicht zu dem da links. Da komme ich nicht hin. Okay. Dann kann ich hier erstmal gehen, weil mir hier sowieso noch ein Item fehlt. Hier komme ich erst später hin. Gut, dann weiß ich, wie ich den aufwicke. Ich muss Marin hierher bringen. Wegen all dieser Ungeheuer komme ich nicht ins Möwendorf. Hoffentlich geht es Marin gut. Ja, sag ich doch, Marin. Hahaha. Oh, ein Bär. Hallo, ist das etwa eine Honigfarbe, die du da hast? Genau so eine bräuchte ich. Möchtest du eine Ananas dafür? Ja, auch wenn ich keine Ananas mag. Du hast die Honigfarbe gegen eine Ananas getauscht, die sehr saftig ist. Nur dieses Tier schläft schon ewig da unten im Süden des Dorfes und versperrt den Weg in die Durstwüste. Aber hey, vielleicht kann die kleine Marin es ja mit ihrem Lied aufwecken. Wahrscheinlich ist das die Lösung. Danke, dass du mir gesagt hast, was ich jetzt ohnehin schon wusste. Aber okay, so, mal sind die rein. Hey, wusstest du schon, dass das Zoodorf und das Möwendorf mit V, okay, da gerade eben wurde es mit W geschrieben, Partnerstädte sind, naja, Städte ist da vielleicht etwas die übertrieben. Daher weiß ich auch, dass es im Möwendorf mit V einen Traumtempel gibt mit einer XXXX geben soll. Hm, ob das wohl stimmt? Schön zensiert. Hm. Du hast ja noch nicht gelernt, wie man sich bei einer Dame benimmt, oder? Wer mir nicht einmal Blumen oder so mitbringt, mit dem rede ich gar nicht erst. Über Hibiskus würde ich mich schon freuen. Das ist eine Ziege, also muss ich auch so sprechen. Hm? So, gehen wir noch ins letzte Haus und dann zurück ins andere Dorf. Hier wohnt keiner. Nö. Gut. Das ist wahrscheinlich sein Haus hier. Von dem Kanickel. So, dann nehmen wir mal hier den Teleporter. Ich glaube, der bringt uns direkt ins Dorf dahin. Wing? So, können wir jetzt auch direkt wieder zurück ins Zoodorf damit? Das ist ja praktisch. Das finde ich gut. Ich hätte jetzt keine Lust, Marin den ganzen Weg hierher zu schleppen. So, und jetzt können wir uns erstmal Marin nehmen und zwei Fotos machen. Wenn ich mich recht erinnere. Komm, nur, wo werde ich die Ananas nochmal los? Habe ich jemanden getroffen, der einen Ananas will? Ich weiß nicht, aber erstmal kaufe ich mir Bomben. Ich habe kaum noch welche. Jupp, 10 Bomben, 10 Rubine, geht klar. Und ein paar Pfeile könnte ich mir auch nochmal eben kaufen. Mit dem Bogen, den ich mir hart verdient habe. Vielen Dank und bis bald. So, Marin, wo bist du? Wo ist sie hin? Marin? Sitzt manchmal für Stunden am Meer und starrt in die Ferne. Tja, Frauen! Hier, ich habe gerade einen Moonwalk gemacht. Ich mache immer noch einen Moonwalk. Yeah. Ich hab's drauf. Ach, Moment mal. Dingens, habe ich das hier schon gemacht mit dem Buch? Ich weiß gerade nicht. Gucken wir mal, was stand in dem Buch nochmal drin? Willst du das Buch lesen? Ja.
Die bunte... Achso, ja, stimmt. Die Grabsteine. Stimmt, dadurch bin ich ja erst überhaupt drauf gekommen, eben nach den, zu den Grabsteinen zu gehen und mir hier die Farbrüstung zu holen. Ich bin ja so vergesslich. Was kommt davon, wenn man 2 Wochen lang keinen Zelda mehr aufnimmt? So, jetzt muss ich nur noch... Jetzt habe ich aber nicht wirklich 4-fache Power, oder?